Das wäre dann so diese Diskussion, die oft geführt wird, was ist ein Superfood? Was ist kein Superfood? Was ist Gift und was ist Superfood? Mhm. Aber es ist immer das ein Superfood, was du gerade brauchst. Wie bei Tetris. Aha. Welcher ist der beste Stein bei Tetris? Der lange oder der vierge? Keine Ahnung. Es ist immer interessant, wenn ich rechts diesen einen schmalen Grat noch zu füllen habe bei Tetris, dann wird auf einmal dieser lange Stein zum Superfood, zum Superstein. Und genauso ist es auch. Und deswegen werden halt viele Dinge jetzt im Moment als Superfood gehandelt. Und das sind einfach nur Dinge, die wir lange nicht haben. Und dann fragt man sich, oh, das Pendel schwingt dabei hin und her. Früher war es mal so. Aber es liegt einfach daran, dass wir das missverstehen, dass immer die Dinge einfach wichtig werden, die wir in dem Moment zu wenig haben. Mhm. Und okay, in welche Richtung schwingt das Pendel jetzt gerade? Ich glaube, es gibt viele Nahrungsmittel, die wir jetzt gerade in Mengen zu uns nehmen, die wir vielleicht gar nicht so brauchen, wo unsere zellulären Setups gar nicht dafür gemacht sind. Stellen wir uns die Zelle vor als eine große Produktionshalle. Da sind drei verschiedene Tische. Ein Tisch für die Verarbeitung von Fetten, ein Tisch für die Verarbeitung von Proteinen, ein Tisch für die Verarbeitung von Kohlenhydraten. Und dann haben wir Zufuhr von Rohstoffen. Da werden also Fette, Proteine und Kohlenhydrate angeliefert. Mhm. Und daraus soll dann Energie resultieren. Und jetzt haben wir halt vereinfacht gesprochen, ein Arbeiter dort, ein Arbeiter dort, ein Arbeiter dort. Mhm. Wenn wir jetzt einmal ein gleiches Maß Fett, Protein, Kohlenhydrat zuführen würden, hätten wir einen Flow. Mhm. Mhm. So. Wenn wir jetzt aber ganz, ganz viele Kohlenhydrate hinzuführen, ein bisschen Protein und keine Fette, dann langweilt sich der und hier ist Stau. Mhm. Und dieser Stau führt zu Kosten. Das weiß jeder, der eine Produktion mal geleitet hat. Der weiß, zu viel Zeug einzukaufen, und erstmal das steht erstmal da rum und das kostet. Mhm. Das vergammelt. Aha. Das staut sich an, das wird umgebaut zu anderen Dingen. Ja. In der medizinischen Fachsprache, das oxidiert zum Beispiel. Es rostet, es führt zu Entzündung. Und das ist das, wenn ich von Bioflow rede, rede ich von biologischem Flow, dann rede ich davon, dass wir die Zufuhr von den Dingen, die wir von außen einführen, das muss dem, was wir an Produktionskapazität haben, im Flow stehen. Und manche haben halt einen Arbeiter dort, einen Arbeiter dort, einen Arbeiter dort. Mhm. Manche Menschen haben genetisch schon drei Arbeiter bei der Fettproduktion, einen Arbeiter bei der Proteinproduktion und keinen bei der Kohlenhydratproduktion oder nur einen. Rein genetisch. Schau dir Eskimos an zum Beispiel. Ja. Eskimos leben seit Jahrtausenden von 90% fast Fett- und Proteinkonsum. Mhm. Fisch, Fleisch, Seehund, Fett. Ja. Die haben also genetisch, sind die optimiert darauf, Fette zu verarbeiten. Die haben also ganz viele Enzyme, die dafür optimiert sind, Fette zu verarbeiten. Ganz viele Arbeiter an diesem Tisch 1. Mhm. Und die haben keine großen Arbeiter an Tisch 3. Mhm. Wenn du ein Eskimo hier zu einer deutschen Bäckerei schickst, dann wird es dem nicht so gut gehen. Wir haben viele Eishockeyspieler, die, sagen wir, nordamerikanische Wurzeln haben, die auf deutsche Bäckereien treffen. Und das ist eine Analogie, die ich von Harry Swartosch geklaut habe, denen es dann halt nicht gut geht. Denen geht es einfach nicht gut. Und denen geht es besser, wenn sie dann entsprechend ihres zellulären Setups wieder die Ressourcen reinführen. Und das, was ich da gepostet hatte, das war halt ein Kassenlaufband, wo, wenn wir jetzt mal einfach nur auf diese drei Tische reduzieren, wir halt 90% über den Bereich Kohlenhydratzufuhr haben, fast gar keine Fette und sehr wenig Proteine. Mhm. Das heißt, sie haben zwei Arbeiter, die sich langweilen, oder 20 Arbeiter, die sich langweilen, ein Arbeiter, der komplett überfordert ist. Mhm. Und dann haben wir nämlich ein krasses Ding, was dann passiert. Weil der Flow nicht optimal passt, kommt unten wenig Energie raus. Wir fühlen uns also müde, nicht energetisch, kriegen uns nicht aufgerafft. Mhm. Und andererseits sind die aber auch gelangweilt, also haben wir Hunger. So halt haben wir Sucht. So. Ja. Wir haben also dieses komische Suchtverhalten nach Dingen, wo diese Dinger nach hungern. Mhm. Wir bestreben dann irgendwie doch mal das schnelle Fett uns zuzuführen. Haben doch wieder Bock wie Chips. Und das ist dann so dieses komische Ding zwischen, jetzt bin ich ganz hungrig, aber ich habe auch keine Energie.